Hafenstadt, ursprünglich Abkürzungsstadt für Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Umgang mit Drogen. Sie haben es auch mit Abkürzungen. ja, wenn es sagt, nur noch im Namen so wie in der Stadt. Es ist vielseitig dort, wo wir mit meiner Lebensgeschichte ein bisschen weiterkommen. Auch mit dem positiven Teil. Zwar bin ich ja dort ein Jahr auf der Straße gewesen. Es ist ein Jahr gegangen, wo ich ja, nicht allzu unter guten Umständen in Zürich auf der Straße gewohnt habe, zum Teil, also gelebt habe, zum Teil unter Drucken, zum Teil mit Kollegen, zwei lange im Wald. Nach einem Jahr habe ich dann endlich ein Zimmer gefunden. Das ist natürlich mit Hunden nicht so einfach. Es war ein Zimmer in einem Wewo, begleitet wohnen. Und das ist es langsam aber sicher dann wieder ob sie gegangen. Und zwar habe ich eine neue Lebensgefährtin gefunden. Und es war die neue Liebe, die mir Kraft gegeben hat, den Weg in ein neues, möglichst drogenfreies Leben wieder mal in Angriff zu nehmen. Und so bin ich vor gut 6,5 Jahren gewesen. Da bin ich in der Arut in eine Substitutionsbehandlung eingetreten. Vielleicht Substitution ganz kurz ist das Fremdwort. Das heisst, dass man mit dem Medikament, sei es Methadon, sei es Morphin, es gibt noch ganz viele andere, Buprenorphin, die Entzugserscheinungen vom Heroin sozusagen auffängt und so den Leuten ermöglicht, ein Leben ohne die illegalen Drogen in Angriff zu nehmen. Also auch ähnlich wie ein Raucher, der zum Nikotinkauf missgreift oder zum Nikotinpflaster. Ja, auf jeden Fall bin ich vor diesen 6,5 Jahren zu dem damaligen Zockel 1, ein zentrales Opiatkonsumlokal, ist an der Militärlangstrasse und ja, die Aufnahme dazu ist auf einer sehr niederschwelligen Basis. Das heisst, ich konnte zuerst einen Termin vorbeigehen. Ich musste sozusagen mich outen mit meinem Heroinproblem. Aus Sicherheitsgründen habe ich eine UP abgeben. Nachdem die positiv getestet wurde, hat es das erste Gespräch mit einem Therapeut, wo man ja, das erste Mal eine Bestandesaufnahme macht, wo man schaut, was sind die Ziele, wie willst du dein Leben weiterführen. Nachher habe ich sofort meine erste Dosis Methadon bekommen. Ich habe am Anfang täglich vorbeigehen. Es hat sehr kleine Dosis gegeben, die man mit der Zeit dann umgestellt hat, bis dann ja, der Punkt erreicht wäre, wo man keine Drogen mehr, keine Lust mehr verspürt auf Drogen. Ich sage wer. Weil bei mir war es im ersten Jahr so, gewesen, ich habe immer wieder Rückfälle gehabt, ich habe immer wieder Beikonsum gehabt. Nach diesem Jahr ist glücklicherweise dann Morphin in einen Test eingeführt worden. Ich konnte dort mitmachen und ja, mit sehr durchschlagendem Erfolg. Seither lebe ich ohne illegale Drogen, bin bis ein, zwei Rückfälle und bin aktuell gerade die Dosis ja, schon sehr erfolgreich auf ein tiefes Level abzubauen. Was mir gebracht hat, oder nicht, ich zuerst noch irgendwie da bei der Anruf. Ich habe vorhin gesagt, wie ich angekommen mit dieser ganzen Sucht. Es war ja das Trauma gewesen. Es ist bei den meisten, die irgendwelche Drogenprobleme haben, steht am Anfang das Trauma oder psychische Erkrankung. Sei es irgendwie ADHS oder Schizophrenie oder weiss auch nicht was alles. Es ist in den meisten Fällen Form oder ja, die Idee ist eigentlich Selbstmedikation bei den meisten. Und so ist es kein Wunder, dass ich da bei der Arm nicht nur Abgabeschalter habe, sondern einerseits Möglichkeit durch Psychotherapie. Es arbeitet ein Psychiater da. Was mir persönlich im ersten Jahr sehr viel gebracht hat in Bezug auf Kokain, ich habe neben ADHS festgestellt und nur schon eigentlich zu wissen, wieso dass man immer unruhig ist, wieso dass man sich nicht länger konzentrieren kann, das passt einem gerade. Es hat schon sehr viel gebracht, damit umzugehen und ja, so konnte ich dann das Problem können lösen. Wir hatten vorhin kurz davon Hepatitis, HIV, sind die bekannteren Erkrankungen. Es gibt noch ganz viele andere Nebenwirkungen, die
Streckmittelnebenwirkungen von Drogen, Nachwirkungen von dem Ganzen. Von dem her ist auch somatische Medizin im Begriff bei der Arut. Das ist auch mein Hausarzt, wenn mal etwas ist. Und was es jetzt vorhin davon gehabt, von Schulden. Auch bei mir sind Schulden ein grosses Thema, oder Thema gewesen vor allem. Immer noch ein bisschen. Und darum hat man als viertes Standbein sozusagen nur die Sozialarbeit drin. Mir persönlich hat es das gebracht, dass ich durch das Ganze wieder einmal mein Leben überdenken konnte, wieder ein zweites Mal mich zurückbesinnen auf meine alten Hobbys. Ich kann wieder Steine suchen. Ich bin gerade letzte Woche im Wald gepinselt wieder. Also ganz viel im Wald und ja, kann wieder einigermaßen Struktur in mein Leben bringen. Vor 4,5 Jahren oder bald 5 Jahren war es dann so weit, dass ich gefunden habe, jetzt möchte ich auch finanziell wieder ein selbstständiger sein oder möglichst selbstständig. Und so habe ich dann das Heft im wahrsten Sinne des Wortes in die eigene Hand genommen. Seither arbeite ich dank Service als Strassenverkäufer. Ja, ein Job. Es ist tägliche Arbeit, von morgen um 7 bis um 11 bin ich meistens am Paradeplatz. Nachher am Leben gäbe es häufig am Nachmittag um 6 Uhr. Samstag auch noch arbeiten. Also am Samstag bin ich am Morgen mindestens auch noch am Leben gäbe. Am Nachmittag meistens auch. Aber so habe ich mich in der Zwischenzeit ja, das Einkommen aufbauen, wo wir lange um meine eigentlichen oder meine Kosten zu decken. Auch die Beziehung, dass die jetzt noch existent ist und dass ich eine Wohnung finde in der Zwischenzeit, das wäre alles eigentlich ohne die Hilfe der Arbeit gar nicht